Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Ja, wir sind immer noch damit beschäftigt, die Kinder zurückzuverwandeln. Hier ist zum Beispiel schon das nächste kleine Monster. Bellenmonster eigentlich? Nein, jetzt habe ich mich verplappert. Pech gehabt, ja, hast du einen Keks. Ist eine gute Frage, Bellenmonster? Ich glaube nicht, ne? Ist das ein Keks? Oh, schmeckt er. Ich probiere ihn gerne für dich. Oh nein, wie konnte das passieren? Meine schöne Verwandlung ist futsch. Ja, aber pass mal auf, ne? Das Kindermädchen sucht verzweifelt nach mir. Die olle Tante hat mich ganz vergessen. Hatte ich ganz vergessen, so. Schnell zurück, sonst schimpft sie mit mir. Ab geht's los, Junge. Dann. Eins fehlt noch, eins fehlt noch. Ein Keks haben wir noch übrig. Was? Puh, da oben ein Imp. Genau, den Imp haben wir gesehen. Ich bin ein Monster und will mit dir dich auffressen, meine ich. Ja, okay. Nimm Keks. Das hilft gegen die geistige Verwirrung. Auch, ja. Ob ich Kekse mag? Klaro, ich liebe Kekse. Und du willst mir einen schenken? Juhu! Huch, warum bin ich wieder ich selbst? Pass mal auf, also das Kindermädchen da macht sich Sorgen und so. Das Kindermädchen macht sich Sorgen? Dann sollte ich mich besser beeilen, sonst gibt es bestimmt eine Woche lang keine Süßigkeit zur Strafe. Das würde ich nicht überleben. Na dann, auf geht's! So. Dann können wir jetzt, glaube ich, ne? Legen wir mal den Schnellgang ein. So, da sind wir wieder. Kollege, scheint ja alles gut gelaufen zu sein. Die Kinder sind alle wieder zurückgekehrt. Dann haben die Kekse der Kürbishexe also tatsächlich gewirkt. Sicher war ich mir ja nicht gewesen. Jedenfalls hat mir das Kindermädchen bestätigt, dass alle Kinder heil nach Hause gekommen sind. Das Schlimmste haben wir verhindert. Doch noch ist die Sache nicht ausgestanden. Wer weiß, wie die Gaukler reagieren werden, wenn sie bemerken, dass wir ihren Plan durchkreuzt haben. Okay, was kriegen wir denn da? Ein Kürbis-Butler. Ein Butler mit Kürbisbirne. Sein Dauergrinsen kann einem nach einer gewissen Zeit schon auf den Geist gehen. Benutze diesen Gegenstand, um meinen Begleiter zu rufen. Okay. Vielen Dank. Coole Sache. Den holen wir uns gleich mal her. Mit, Inventar. Schon wieder so viel Zeug im Inventar. Den jetzt schon rufen? Nehmen. Begleiterverzeichnis. Hier ist er. Coole Sache. So, aufgeflogen. Okay. Ich brauche nochmals deine Hilfe. Ich dachte, mit der Rückkehr der Kinder sei der Fall erledigt, aber ich hatte mich wohl zu früh gefreut. Erneut ist eine Schreckensmeldung bei der Abenteurergilde eingegangen. Stell dir bloß vor, dieses Mal sollen verdächtige Gaukner auf gutes Grund gesichtet worden sein, die Kinder ansprechen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Bestimmt wollen sie die Kinder wieder in Monster verwandeln. Schnell, lass uns nach Guts Wieselgrund aufbrechen. Okay. Wartet, ich habe mich noch gar nicht richtig bei euch bedankt. Danke euch sind die Kinder wieder zurück. Ich stehe in eurer Schuld. Aber nicht doch. Richtet den Kindern lieber aus, dass sie in Zukunft vorsichtiger sein sollen. Hinter süßen Worten verbergen sich oft Heimtücke und Betrug. Jetzt aber nichts wie los nach Guts Wieselgrund. Okay, auf geht's. Ich nehme an, wir können auch wieder unsere normale Wäsche anziehen. Die sind doch etwas robuster. Nun gut, war das nicht hier irgendwo? Nein, war es nicht. Okay, dann. Ja, gut, Zwieselgott im tiefen Wald. Ach, wollte ich eigentlich gar nicht. Egal.
Gott, mein Hals ist irgendwie echt... Boah. Ein wenig ausge... Naja, eigentlich nicht. Aber irgendwie, keine Ahnung, funktioniert er gerade nicht so, wie er sollte. Das wollte ich sagen. So, gut, Zwieselgrund, da sind wir. Wo müssen wir hin? Ist doch auf gut Zwieselgrund, oder? Ja. Ist irgendwo... dort sein. Mit dem gesamten der Abenteuer würde ich sprechen, auch wo ist sie? Ach, da oben steht er doch, Mensch. So. Hallo. Da bist du hier endlich. Ich habe mich bereits ein bisschen umgesehen und schon jede Menge Gaukler entdeckt. Wir müssen die Kinder vor ihnen fernhalten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Für die neugierigen Kinder sind die Gaukler natürlich eine Attraktion. Sie scharen sich um sie wie was? Fiederflöhe um die Chocobos. Achso. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, die Kinder vor einem Verwandlungszauber zu schützen. Hihihi, warum so bekümmert? Komm zu mir, dann helfe ich dir. Was war das? Eine Stimme? Nein, ich habe nichts gehört. Du hast wohl zu viel Körperschnaps getrunken. Damit brauche ich dich doch bei klarem Verstand. Wir müssen uns eine Methode überlegen, die Kinder vor einem Verwandlungszauber zu schützen. Okay, wo kam die Stimme her? Ach, wollte ich sogar. Mensch. Der Mahnschild. So, da ist die Kürbishexe. Genau zu der wollte ich. Hallöchen. Da bist du ja. Schau mich nicht so ängstlich an. Ich will dir doch nur helfen. Hier, nimm diesen Hexenbesen. Danke. Mit diesem Hexenbesen kannst du alles verkehren. Staub, Sorgen, Verwandlungszauber. Oh ja, auch Verwandlungszauber. Sobald du auf dem Besen sitzt, verfügst du über Fähigkeiten, einen Verwandlungsblockzauber auszuüben. Der verhindert, dass ein Verwandlungszauber wirkt. Allerdings funktioniert er nur, wenn du auf dem Besen reitest. Fall mir also ja nicht runter. Apropos lustig, findest du es nicht auch komisch, dass Kinder so vergessen, dass Kinder so versessen darauf sind, sich in Monster verwandeln zu lassen? Ich finde das sehr lustig. Okay, cool. Wir fliegen auf einem Besen. Was haben wir da? Der Knebelzauber. Ich mach das mal eben hier runter. So, wo müssen wir denn da? Da hinten zum Beispiel. Ein versteckter Imp. So. Genau so. Hokus Pokus Watzenschwein, sollst du für ewig ein Monster sein. Wieso passiert nichts? Entschuldige, ich werde dir den Verwandlungszauber ein anderes Mal vorführen. Ein Betrüger, wusste ich's doch. Der wollte wohl mit seinem Zaubertrick Aufmerksamkeit erregen, aber mich legt er nicht rein. Verwandlungszauber, pah, wer glaubt denn sowas? Ja, würde da schon der ein oder andere einfallen. So. Ui, was sind die denn? Schallpflegerin mit einem Lagerfeuer. Ah, hier ist noch ein Spektrum. Bing, bing. Hokus Pokus war es. Schwein, ja genau, das hatten wir vorher auch schon. Funktioniert noch nicht.
wie jetzt. Da warte ich eine Stunde und habe extra meine Chocobo-Rätschen verschoben und dann fliegt er einfach weg. Ja, genau so sieht's aus. Was? Nein, nein. So, so. Ah, der Besen ist cool. Hier oben vielleicht noch was? Nö. Schauen wir mal nicht. Vielleicht. Halt. Mist. Moment, so. So ist gut. Entschuldigung. Wie, der Zauber funktioniert nicht. Mist. Hey, flieg nicht weg. Du hast mich hier noch gar nicht in einen Monster verwandelt. Ah, jetzt, was? Jetzt sehe ich immer noch so aus wie zuvor. Das ist was Langweiliges aber auch. Da kann ich ja genauso gut nach Hause gehen. Ja, mach das mal. Ist wahrscheinlich für alle Beteiligten das Beste. Ist hier noch ein? Nee, hier ist kein Monster. Cool. Vielleicht, ja. Ich weiß, hier waren wir schon, aber es könnte noch. Hier, genau. Dachte ich mir doch. Der Zauber wirkt nicht seltsam. Ohne eine Verwandlung keine Süßigkeit. Tut mir leid, Glenn. Und da verschwindet er wieder. Nein, du hast gesagt, ich kriege Süßigkeiten. Vielleicht sind ja zu Hause noch ein paar von den Schokoladenkeksen übrig. Ja, Süßigkeiten. Gut. Haben wir schon mal 4. Vielleicht irgendwo. Ja. So. Irgendwas ist schief gegangen. Schon ist er weg. Warte, du kannst doch nicht einfach so aus dem Schlauch machen. Lügner! Du hast mir gesagt, du kannst mich in ein Monster verwandeln. Gib mir meine wertvolle Zeit zurück. Boah, das wird schwierig, glaube ich. Aber naja, fragen kann man ja mal, ne? So, ist hier vielleicht noch. Ja, ist auch noch. Ach, das nächste Mal. Wie ist das möglich? Impresario! Zack, weg ist er. Hey, Monsterfratze, wohin willst du? Haut nicht einfach ab, ich fass es nicht. Dabei habe ich mich so auf die Verwandlung gefreut. Tja, Kleiner, tut mir leid. Gut, gehen wir mal zurück. Der Besen ist cool. Hat was, ne? Ich schätze mal wieder da hoch. Genau. Achso, in dem Fall steigen wir mal. Du hast es geschafft, dass sich die Gaukler von den Kindern zurückgezogen haben. Nicht schlecht. Ich hatte den richtigen Riecher, als ich auf dich gesetzt habe. Doch ein weiteres Problem ist aufgetaucht. Die gute Frau hier vermisst ihre Tochter. Sie ist einfach nirgends auffindbar. Womöglich ist sie den Gauklern in die Hände gefallen und jetzt als Monster umher. Ich mache mir furchtbare Sorgen. Ich bin mit meiner Tochter aus Ulda hierher gekommen, wegen der schönen Landschaft. Wie hätte ich ahnen können, dass unser Ausflug auf diese Weise endet? Wir müssen das Mädchen suchen und den Verwandlungszauber wieder aufheben. Du hast nicht zufällig noch ein paar Kürbiskekse, oder? Dann müssen wir uns wohl etwas anderes einfallen lassen. Vielleicht hat ja die Hexe noch ein paar Kekse übrig. Kollege, kannst du nicht nochmal die Kürbishexe aufsuchen und sie um einen weiteren Zauberkeks bitten? Klar, machen wir. Gar kein Problem. So, hallo Kürbishexe. Hat der Verwandlungsschutzzauber gewirkt? Saubere Arbeit. Besen würde... Ach so, saubere Arbeit, Besen, würde ich sagen.
Doch deine kummervollen Augen verraten mir, dass du erneut meine Hilfe brauchst. Wo brennt's denn diesmal? Ja, also, da fehlt noch ein Kind. Ich verstehe, bei einem Kind kamt ihr also zu spät und es wurde doch noch in ein Monster verwandelt. Die Sache nach dem mit dem Wunderkeksen ist, dass sie nur wirken, wenn die Verwandlung noch nicht lange zurückliegt. Außerdem habe ich dir schon alle Wunderkekse mitgegeben, die ich habe, und ich habe nicht genügend Zeit, neue zu backen. Ich hab's. Du verbrennst den Hexenbesen und bestreust das in ein Monster verwandelte Kind mit Asche. Damit lässt sich der Verwandlungszauber aufheben. Der Besen ist dann allerdings dahin. Nur noch ein Häufchen Asche. Willst du wirklich auf den Besen verzichten? Na, eigentlich nicht, ne? Ich verstehe. So ein fliegender Besen ist halt schon was Schickes, nicht wahr? Tja, da bleibt dem Mädchen wohl nichts anderes übrig, als für ewig ein Monster-Dasein zu fristen. Nein! Das geht doch nicht. Okay. Ja, gut, muss halt, ne? Das nenne ich eine selbstlose Entscheidung. Dann nimm den Besen und verbrenne ihn. Viel Glück. Und wie, sie haut einfach ab. Ja. Ja, verdammt, Mann. So. Schauen wir mal. Ach, deswegen steht da das Lagerfeuer. Ach, jetzt sitzen hier die Kinder rundherum. Schön. Mann, ich wollte den Hexenbesen nicht verbrennen. Vom Hexenbesen ist nur noch ein Häufchen Asche übrig. Ich suche das in ein Monster verwandelte Mädchen und bestreue sie mit Asche. Scheint dort hinten zu sein. Da. Ein verzweifelter Imp. So. Pass auf, hab da was für dich. Hoffentlich hilft's. Puff, ja, hat geholfen, sehr schön. Ich bin wieder ich. Jauchz, 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 Mann. Der arme Mama. Was, die arme Mama? Ich wollte ja zu ihr, aber als Monster hätte sie mich nicht erkannt. Doch jetzt will ich schnell nach Hause. Danke, lieber Zauberer. Gern geschehen, gern geschehen. Jetzt an zu gewittern, sehe ich das richtig. So. Dann gehen wir mal wieder zu unserem Abenteurer-Gilden-Kollegen. Na, so. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen für die Umstände, die Ihnen mein Kind bereitet hat. Ich hatte solche Angst um meine Kleine. Doch mein Mädchen ist heil zurück und das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank. Doch jetzt zu dir, mein Früchtchen. Was hast du dir dabei gedacht, einfach so einer Fremden zu folgen? Ich habe dir doch gesagt, dass das gefährlich ist. Tut mir leid, Mama. Ich mache richtig üble Eckzähne. Zuerst hat es Spaß gemacht, ein Monster zu sein. Aber dann konnte ich mich nicht mehr zurückverwandeln. Dann war es nicht mehr so lustig. Danke, Herr Zauberer. Oh, passt schon. Habe ich gern gemacht. Genau, die sind ja auch noch da. Tja, wird dann wohl nichts mit eurem Monster mehr. Wie kommt es, dass die Kleine kein Monster mehr ist? Ich habe keine Ahnung, Impresario. Jemand muss uns auf die Schliche gekommen sein und die Verwandlungszauber aufgehoben haben. Das wäre nicht gut. Gar nicht gut. Jemand, der weiß, wie man einen Verwandlungszauber aufhebt, könnte auch unsere Tarnung auffliegen lassen. Oh nein, das wäre schrecklich. Niemand darf wissen, dass wir Monster sind und keine richtigen Gaukler. Puff. Tja. Was sollen wir bloß tun, Impresario? Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns für richtige Gaukler zu benehmen und auf bösartige Streiche künftig zu verzichten. Kein heimtückischer Schabernack mehr. Das wird nicht leicht werden. Die haben es gar nicht richtig gerafft, dass sie zurückverwandelt wurden.
ist ihnen endlich aufgegangen, dass ihre Tarnung aufgeflogen ist. Wurde auch langsam Zeit. Ich hoffe, sie verhalten sich von nun an ruhig. Aber zur Sicherheit werde ich sie weiterhin im Auge behalten. Bei Monstern kann man nie sicher sein. Ja, ne? Heiliger Halona, was für ein Verwandlungszirkus. Da wird einem ja ganz schwindelig in der Kürbisbirne. Doch jetzt dürfen sich alle auf ein fröhliches Allerschutzheiligenfest ohne Zwischenfälle freuen. Das hast du gut gemacht, Abenteurer. Zum Dank will ich dir diesen Besen hier schenken. Du kannst damit den Boden fegen oder durch die Lüfte. Besen? Coole Sache. Vielen Dank. Super coole Sache. Jetzt haben wir nämlich... Nee, haben wir nicht. Moment. Doch, haben wir hier einen Hexenbesen. Benutzen. So. Reittierverzeichnis. Da. Der Hexenbesen ist schwebend. Ich frage mich, ob man den... dann in Heavensward auch zum Fliegen benutzen kann. Der große Kürbiskopf soll dem einst gewöhnlichen Haushaltsbesen Zauberkräfte verliehen haben. Obwohl er das Fliegen bevorzugt, ist er sicher dennoch nicht so schade, schmutzige Böden zu fegen. Coole Sache. Echt coole Sache. Tada! Jetzt können wir auf dem Besen dann auch umfliegen. Sehr geile Sache. Gut. War eine gelungene Folge, würde ich sagen. Deswegen, ja. Würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein Like da lassen oder auch einen Kommentar, wenn ihr wollt. Würde mich beides sehr freuen, würde mir auch beides sehr helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 14. Bis dahin. Ciao, ciao.